Hallo mein Freund, Flavio Simonetti hier. Wir sind hier in Mohana, Würzburg. Pokeball, eine Challenge gegen Christian. Wir haben hier den Besitzer Ruben Mader. Vielleicht kannst du ganz kurz was zu Pokeball sagen. Ja, uns war wichtig, dass wir nach Würzburg ein bisschen Großstadtfeeling bringen mit dem Superfood Pokeball. Wir haben hier frische Zutaten vereint und machen es leicht, gesund zu essen. Was ist Pokeball und woher kommt das? Also das kommt ursprünglich aus Hawaii. Poke heißt nichts anderes als Kleingeschnittenes. Mhm. Dadurch, dass sich USA ein bisschen und Japan angesiedelt haben, kamen einfach noch die verschiedenen Einflüsse drauf. Ja. Ne? Früher war es einfach nur Reis ja. mit Fisch. Okay. Und jetzt haben wir noch verschiedene Toppings, okay. Soßen, da kannst du dich reinsetzen und Koriander und Crunches obendrauf, ist Hammer. Ja, sehr cool. Du hast uns jetzt drei Portionen gemacht. Insgesamt hat jeder 3,3 Kilo, also wir essen 6,6 Kilo. Wahnsinn. Richtig heftig. Und ich würde sagen, wir haben drei verschiedene leckere Pokeballs und ich würde sagen, wir geben Gas, weil der Laden macht bald auf. Ja. Gas geben! Christian, unsere nächste Challenge. Bisher habe ich alle verloren. Heute stehen die Chancen gut, weil... Weil du schon die letzte verloren hast. Weil ich schon die letzte verloren habe. Ich würde sagen, wir fangen mit der schärfsten an. Die ist richtig, richtig hart und scharf. Die sind richtig lecker vorbereitet. Unten ganz viel Reis. Ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lang. Auf die Gabel, fertig, los. Mmh. Mango. Ho, ho, ho. Gut scharf. Mmh. Wie ist deine Strategie? Essen wie immer. Ich hoffe, bei dir momentan, was steht an? Fitnesstechnisch. Ist das bald Weihnachten? Mhm. Geht's im Januar mit der Diät los. Was steht an? Ja, im Frühjahr auf jeden Fall die GNBF Internationale. Yay! Mhm. Und dann mal sehen, wie es weitergeht. Was könnte kommen? WM. Boah, der Wasabi ist übel. Man isst und isst und das Gefühl, da tut hier nichts, ne? Ja, der Reis ist halt auch. Ich war am Wochenende auf Rocker. Ich bin jetzt Rocker-Athlet. Komischerweise habe ich gestern gar nichts gegessen, weil ich verliebt bin. Mal gucken, wie es heute ist, ob es ein Vorteil ist oder ein Nachteil. Was sagst du? Vorteil, Nachteil? Ja, Flavio sucht ja immer nach seinen Ausreden. Also von daher schiebt das, wenn er verliert, wieder darauf zurück, dass er gestern nichts gegessen hat. Nö. Mir eine bessere Ausrede einfallen. Achso. Alter, ich esse auch die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl, bei dem die Hälfte schon. Ja, da ist Mango dabei. Ist gut, ne? Nehme ich schon. Hast du schon mal gegessen vorher? Also die Bowl nicht. Oder so in der Kombination nicht. Also manchmal, wenn man so ein heftiges Wasabi-Feld erwischt. Boah! Wir haben ja Coach gerade das angepasst, ne? Gibt ja neue Updates. Ja, also man kann nicht, die Portionen von den einzelnen Mahlzeiten kann man hoch summieren. Entweder wenn man für die Familie kocht, kann man das Gericht dementsprechend hoch addieren, summieren. Oder wenn man auch für sich doppelt vorkochen will, ist es auch ganz einfach, das zu machen. Auch die Kalorien und Makros ändern sich dann. Trainingstage? Trainingstage sind jetzt variabel, also tauschbar. Das heißt, man kann per Drop and Down, kann man das, die Trainingstage so ziehen, wenn man, ja, wie man zum Training gehen will. Genau. Wenn man Montag mal nicht kann, dann zieht man einfach das Training dementsprechend auf Dienstag. Genau. Verstehe gar nicht, warum der Christian so schnell ist. Wahrscheinlich, weil ich moderiere die ganze Zeit. Weil ich einen Armani und einen Fisch habe. Was sind deine Taktik, Flavio? Tja, irgendwie habe ich gerade keine. Ich glaube, mein Problem ist, dass ich mir immer so den Backen anhamster. Aber es bringt überhaupt nichts. Runter muss es eh. Ist einfach nur unfassbar, was der Christian mit dem Tempo drauf hat. Wie kriegt der Christian das hin, so schnell zu sein? Die ersten 1,1 Kilo gegessen. Welche willst du nur jetzt essen? Die? Die da. Nee. Die. Ja, du hast jetzt mal bestimmt, das machen die. Also. Die war besser.
Du bist ja so ein scharfer Typ. Christian ist so heftig, ja. Auf einmal, die legt es so leicht fertig, wirkt es. Sieht man im Training. Ja. Die Kalorien nicht so krass. Ja, knapp 3000 müssen es sein. Also knapp 3000 Kalorien. Damit hältst du deine Form. Ja. Also normale, wenn ich einen Aufbau machen würde, müsste ich wahrscheinlich bei 3,4, 3,5 sein. Aber ich schaue immer, dass ich die Form ganz gut halte und dann bin ich mit 3000 eigentlich ganz gut dabei. Ich fühle mich erst wie ein Zeitlupe. Ich sagen, dass ich abklatschen soll. Dann hole ich aber einen Armani noch. Also kalorientechnisch weiß ich nicht, was die haben, oder? Ja, ich denke mal, also die mit Avocado haben bestimmt um die 1500 Kalorien. Echt? 1500? 1200 mit Avocado sogar vielleicht 15, also Thunfisch, Lachs dabei. Avocado ist also viel Fett. Wie viel Reis hast du da ungefähr drin? 300 Gramm Reis. Okay, im Vollkorb. Ah, ja. Haben wir eigentlich ausgemacht, was der Verlierer machen muss? Nee, zum Glück nicht. Mal jetzt mal ausmachen? Ja. Schreibt mal drunter, was soll der Verlierer machen? Das ist aber eine scheiß Entscheidung. Wir hatten ja vor einiger Zeit die Sushi-Challenge, ne? Wie viel haben wir da gegessen pro Person? 3,3 Kilo waren es insgesamt, glaube ich. Nee, 3. Oder 3, ja. 3 Kilo insgesamt gab es da Sushi, also 9 für jeden. Also 9 für alle, 3 für jeden. Und du hast, glaube ich, 20% nicht geschafft, oder wie viel war's? Ja, können wir ja im letzten Video mal oder verlinken, ne? Ja, ich glaube 15-20%. Wenn ich zu schnell esse, muss ich mal aufstoßen. Boah. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schwach auf der Brust bin. Darf ich mir die nächste Challenge wieder aussuchen? Mach mal FIFA spielen oder sowas. Nee. Christian ist einfach der Endgegner. Mit keine Chance, egal was, selbst die 100 Meter Zerrung geholt. Und wir machen mal so einen Langlauf. Ne? Also bis 4 Kilometer schon verloren, glaube ich. Echt? Und danach wird es schwer. Boah, ich fühle mich schon echt zart. Ich habe gestern. Ich habe vorgestern in Berlin gegessen, da habe ich den Pokeball in der Suppe gegessen, aber ich muss auch sagen, so was haben. Ich fühle mich richtig übel satt. Also Leute, es tut mir echt leid. Ich glaube, ich schaffe den einen noch hier und dann muss ich echt aufgeben. Habe ich schon gewonnen. Der Kameramann freut sich schon, der Hunger. Das gleiche habe ich mir auch gedacht. Der Kameramann lacht schon. Welches Kekchen? Die, ne? Ja, die wollte ich auch. Das wolltest du nicht. Nee, die musst du jetzt essen. Die! Ich nehme den Teller dann mit und bring dir wieder. Boah. Mir fällt echt nichts ein, wo ich einen Christian betteln kann. Muss ich eigentlich danach noch mal ins Büro oder kann ich mich dann zuerst da hinlegen? Was denkst du? Dass der erste hier bezahlt wird. Also vorher habe ich echt gedacht, ich schaffe zwei. Boah, aber der Reis, der stopft so heftig, ey. Vor ein paar Wochen war das mein Gesamtkalorien am Tag. Boah, der Christian schafft echt die zweite, ey. Boah. Er muss den nächsten Bett jetzt gegen die Dusche machen, einfach. Schau, bei dir auch, schaffst du ihn noch? Schwierig, ja. Also die Tiefe, die unterschätzt man total, ne? Die unterschätzt man einfach. Ja, das sind ja ne, wie viel waren das jetzt? 1 Kilo? 1,1 Kilo, ja. Persönlich, weiß ich, überlege gerade, ich finde es einfacher, Nudeln zu essen bei der gleichen Menge als Reis. Nicht? Wäre viel einfacher. Also Nudeln sind es nicht. Zum nächsten Mal Nudeln. Lieber nicht. Wer wünscht sich eine Nudel-Challenge? Wir können ja gleich weitermachen. Wir gleich das nächste Video, ne? Ich warte, bis wieder der zweite fertig ist. Ja, und dann? Ich bin durch. Ich esse keinen weiteren mehr. Also Leute, hiermit ist die Challenge vorbei. Wir haben gar nicht lange gebraucht, ne? Aber ich bin so voll. Das kann man, also hätte ich nicht gedacht, dass ich mich so voll fühle. Und Christian kann auch weiter futtern. Tja, das war die letzte Challenge gegen Christian. Außer wir machen mal eine, wo ich das Gefühl habe, ich gewinne auch wirklich mal. Spul mal zurück, da hast du vorhin gesagt, du hast heute ein gutes Gefühl. Ich scheiße auf meine Gefühle. Wie bei den Frauen. Die Frauen sollen mal nicht auf ihre Gefühle hören und ich auch nicht. Also ich hätte echt gerne noch die beiden gegessen, aber ich habe gerade den Punkt, wo ich sage, das ist. Nee.
Kennt ihr das, wo ihr dann irgendwann sagt, so, nee, das auch wenn es so lecker ausschaut, man will irgendwie nicht mehr. Ich hatte damals, ey, damals haben wir noch Challenges gemacht. Lustig, da hat glaube ich noch niemand auf YouTube so Essens-Challenges gemacht. Das war die Schwarzwälder Kirschtorte. Kennst du das Video? Das ging nicht gut aus. Mies Hunde-Elend, das hatte kein Happy End. Okay. Christian, Champ. Der Mike Tyson, das ist Essens, würde ich sagen. Wie besteht es denn? 5-0, 6-0? Wir haben aufgehört zu zählen. Wenn euch das Video gefallen hat, liken und kommentieren. Und wenn ihr Bock habt auf mehr, schreibt es dazu. Eine andere Essens-Challenge, vielleicht wirklich eine Pasta-Challenge. Und ansonsten, bis bald. Dein Flavio Simonetti.